It just works. Oh mein Gott! Ich hab sowas noch nie gesehen! Ich hab das noch nie erlebt! Ja, na Alter, nee. Guckt euch das an! Das ist überhaupt nicht lustig eigentlich. Das ist einfach nur traurig. Was zum Wasser? Was? All of this just works. Hey Leute zusammen, mein Name ist Scheiter und herzlich willkommen zurück zu Hello Neighbor 2, zum letzten DLC. Slate Fies. Heiße Magdalene Walzer. Ah, da sind wir also. Balrary. Das macht ja durchaus was her, ne? By the way, Leute, vielen Dank für euren massiven Support auf den letzten Part Hello Neighbor. Alter, ey, was ihr da gemacht habt, das war ja absolut krank. Dankeschön. Oh, ein Buch. Hallo. Sorry, Gisela, ich werde ruhig sein. Die macht ja nichts. Wie die aussieht. Hier ist ein Hebel, den kann man nicht umlegen. Muss ich hier Bücher zurückgeben? Alter, was ist das hier für ein Chaos? Warte mal, ich habe die Note. Unten rechts. Was habe ich getan? Keine Ahnung. Wow. Aber du? Du machst nichts. I mean, ich bin halt auch einfach nur ein Kunde, ne? Warum sollte sie? Wow! Seht ihr gerade, was ich sehe? Oh. Eine mit einem Stuhl blockierte Tür. Okay. Das haben wir ja seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Leute, aufhebbare Stühle. Ist das hier Öl? Alter, was macht ihr denn hier jedes Mal? Ey, Alter, das ist nicht mein Arbeitsplatz. Oh. Ein Schlüssel, den nehme ich doch mit. Was denn? Warum? Warum bist du, Alter, warum bist du plötzlich aggro, hä? Großer Fehler. Was ist denn mit dir? Ey, Fräulein. Wie habe ich sie genannt? Gisela? Keine Ahnung, ich finde Hildegard besser. Hildegard passt besser, komm. Hildegard! Warum scheuchst du mich denn raus? Darf ich nicht rennen? No running in the halls? No running in the halls. Ah, weil mich hier drin keiner sieht. Das ist auch gar kein Glasschrank oder so, ne? Nein. Ist jedenfalls noch ein Buch. Oh, hier, guck mal! Alter! Flieg, du bist frei! I'm free! Hihihi, Employees only. Employees only. Oh, wow. Noch ein Buch. Perfekt. Noch ein Buch. Das muss hier rein. Ja. Ah. Aha. Oh, Alter. Wo habt ihr euch vorgestellt, dass ich wieder runterkomme? Ich frag nur für einen Freund. Ha! Meine Güte, habt ihr das gesehen? Guck mal, wie die guckt. Was macht er hier in meiner Bibliothek? Der soll sich hier verpissen, der kleine Keck. Ich bin doch nur ein guter Kunde, der die Bücher zurückbringt, dahin, wo sie hingehören. Ist das nicht das, was man sich wünscht? Ist es das, was man sich vorstellt? Ah, okay. Boah, Alter, das ist Gisela. Das hier, das ist ein bisschen beschmutzt, aber who cares? Jau, 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 jau. Oh! Ach so, wow. Ich darf ja im Prinzip aber nicht sprinten, ne? Oh, hier liegt noch ein Buch. Da müssen wir rein. Oh! Warum denn? Warum? Ist das wirklich, Hildegard, beruhig dich. Ich habe doch nichts gemacht. Oder brauche ich einen Schlüssel, ja? Was guckst du? Schau raus, aber schnell. Die macht auch Geräusche, ey. Aber bisher? Es ist doch eigentlich noch ganz solide, ne? Irgendwann später. Ja, na Alter, nee. Guckt euch das an. Nein. Ah, okay. Ist doch hier zum Klettern. Ah! Nein, nein, nein. Oh, nee. Nein, oh. Nein, nein. Okay, ich muss... Perfekt. Boah! Ah, schaut mal! Yo! Wie tief ist denn dieses Loch, Alter? Was habt ihr? Boah! Hui! Perfekt, gut getroffen! What the... Achso. Boah!
Was zum? Was? Ach so. Ah ja. Okay. Wow, hat ja richtig was gemacht. Nee! Hopp! Nein, hält dich doch fest, du Dummer! Chicken McNugget. Quentin, bist du komplett bescheuert? Ganz ehrlich, in der Beta hast du besser geklettert. Vorher konnte ich alles, ich war Tarzan. Ich hoffe, by the way, ihr hattet ein paar schöne Festtage. Ja, Scheißjob oder was, ne? Warum denn? Was hast du denn für ein Problem? Ich muss ihn aufhalten. Er sprintet durch meine Bibliothek. Hast du ein Problem? Was ist denn mit dir, Hildegard? Chill doch, yo. 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 Das ist doch so ein weiter Sprung. Den schaffe ich nicht. Was? Oh nein, die pure Erfindung. Jo, ich nehme alles zurück. Ich bin der Meisterkletterer. Ja, das habe ich jetzt nicht geschafft, weißt du? Da liegt ein Brecheisen, schon wieder! Jetzt ist aus, ich kann nicht mehr. Wieso übersehe ich das denn jedes Mal, dass da so offensichtlich ein Brecheisen liegt? Bäh! Ich bin ein treuer, zahlender Kunde! Warum packt man das nicht auf die normale Map drauf? Like, for real. Warum packt man diese DLCs nicht mit ins volle Spiel und bindet das mit in die Story ein? Moneten! Alles klar, Digga. Oh, die Musik, ey, ne? Was? What? Ich kann da wirklich Items mit aufheben? Das konnte ich aber vorher nicht. Ich kann das gar nicht aufheben. Ich hoffe, ich habe das nicht kaputt gemacht. Was? All of this just works. Was habe ich jetzt gemacht? War das schon gewollt? No! Ist ein Schlüssel drin. What the heck? Was? Oh, Alter! Jo, übertreib halt! Hui! Alter, ich fühle mich wie bei Bandy and the Ink Machine, Junge, bei dem ganzen Scheiß. Ist das bescheuert? Physik in Hello Neighbor ist so seltsam, ne? Was ist das denn? Ja, Physik in Hello Neighbor. Boah, ich weiß hier gar nicht, was ich tue. Ich weiß nicht mal, wo ich hinlaufe gerade. Alter, was zur Hölle, Alter. Hä? Warum? Nein, 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 was habe ich getan? You're doomed. 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 Warum steht das jetzt wieder an? Was hat das denn für ein Mist? Warum schwebt das Ding überhaupt? It just works. Wofür lasse ich das denn überhaupt ansteigen? Boah, steigt das schnell an. Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Das kann ich nicht schaffen. Ey, nee, nee. Tobi hattet recht, dass man das nur mit Cheats durchspielen kann, ha? Ja, natürlich. Wofür kann ich die denn überhaupt deaktivieren? Oh nein. Meine Befürchtung wurde gerade wahr. Dieses Ding da zu entfernen ist nicht so gewollt. Good job. Also, Tantchen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Coopers. Kletter doch! Kletter doch! Oh, dieses Game ist so broken. Oh. Mann! Lass mich hier hoch! Lass mich hier hoch! Junge, dieses Game! Der Hildegard zerrückter Keller! Und wenn er dann vor allem hier nicht hochklettert mit diesem verbackten Scheiß! Sie haben gesagt, dieses Spiel würde Spaß machen. Dass dieses Spiel dein Leben erfüllen wird. Dass Hello Neighbor 2 das beste Hello Neighbor ist, was du jemals gesehen hast. Dass dieses Spiel... Was zum Teufel ist jetzt gerade passiert? Stimuliert jegliche Sinne. Los! Los! Hoch! Hoch! Na! Hey, ganz ehrlich, mir wurde by the way Getting Over It geschenkt, ne? Und wenn ich mich bei dem Spiel weniger aufrege als hier, dann ist das echt eine Sünde. Sie sind geistig weg. Ja! Los! 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 Wo denn hin? Nein,
nein, ja, 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 ja! Ja, du dumme, blöde, pissige Scheiß! Ah! Ich hab's geschafft. Sie haben mir gesagt, es sei unmöglich. Sie haben es mir gesagt, ja, ihr habt es mir gesagt, aber ich hab's geschafft. Seht ihr, ich hab's geschafft. Ich hab das Unmögliche möglich gemacht. Das gibt's nur bei Jaita hier, ja? Alter. Ich hab halt nicht mal alle Bücher einsortiert. Aber das muss ich gar nicht machen, denn ich kann mir mit dem Helikopter einfach den Hebel umlegen. Das hätte ich doch gar nicht tun können. Aber ich kann es tun, weil dieses Game so kaputt ist. Welcome to Hell Universe. Und das, was ich geschafft habe, ist einfach nur das hier. Wow, ich habe deinen Keller geflutet. Guck mal. Ah! Gefällt es dir, ja, mein Werk? Du hohle Nuss, Alter. Du hohle Birne. Wisst ihr was? Hui. Nein! Nein! Das ist nicht deren Ernst jetzt. Ach du Scheiße. Oh nein! Oh mein Gott! Ey, ich hab sowas noch nie gesehen! Ich hab das noch nie erlebt! Was zum Teufel? Alter, Back to School ist der Himmel dagegen! Das kostet Geld! Das kostet Geld! Wenn ich jetzt verlasse, dann muss ich alles nochmal machen. Aber für was überhaupt? Weil es gibt nicht mal ein scheiß Ending. Ich hab mal nachgeschaut. Niemand kommt weiter als das hier. Das ist das Peinlichste, was ich je gesehen habe. Es kostet 15 Euro. Ey, ganz ehrlich, das ist doch ein reinster Scam. Jetzt habe ich es geschafft. Ja, na Alter, nee. Guckt euch das an. Alter, hier unten geht's nicht mehr weiter. Ich hänge. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Leute, ich kann nicht mal mehr Pause drücken. Das ist überhaupt nicht lustig eigentlich. Das ist einfach nur traurig. Leute, checkt ihr doch gerne mal das Back to School DLC aus, weil das hat sich wenigstens noch in irgendeiner Art und Weise gelohnt. Boah, ey, die Entwickler, ne? Ja, Advanced AI, Junge. Ja, schiebt euch eure Advanced AI quer in euren Arsch.